Gutschwitz heißt es in dieser Fangemeinde, allesamt eingefleischte Saunagänger, die zwei Tage lang in die Welt der Aufgüsse abtauchen. Jede halbe Stunde lassen sie sich von einem anderen Sauna-Animateur verwöhnen. 24 sind es, die um den Aufguss-Weltmeistertitel kämpfen. Ich war schon früher so gerne in die Sauna gewesen und ich wollte mich ausprobieren bei diesen Art. Und ja, habe ich eine Möglichkeit bekommen und habe ich natürlich ausgenutzt. Man lebt diesen Aufguss, wenn man sich einen ausdenkt, man lebt ihn. Das ist wirklich, als wenn man eine Rolle in diese Rolle reinschlüpft. Und das sollte es auch sein, damit es richtig bei den Gästen rüberkommt. Sie gibt die Amazonenkriegerin ihre Waffen, ganz viel Wärme, Birkenduft und ein Handtuch, mit dem sie die heiße Luft verteilt. Jeder WM-Teilnehmer muss einen Pflicht- und einen Küraufguss abliefern. Alles wird über eine Leinwand in den Saunahof übertragen. Freude für die einen, Arbeit für die anderen. Nach jedem Saunagang tagt die Jury. Wir bewerten grundsätzlich das Auftreten, das Outfit. Also wie tritt die Saunameisterin auf? Wie verteilt sie drin den Wasserdampf? Wie verteilt sie den Duft? Ist eine Hitzesteigerung drin, die Kommunikation mit dem Saunagast. Es ist sehr wichtig, dass man immer schaut, geht es dem Saunagast gut. Und auch das ganze, die Wedelhilfen. Im Teilnehmerfeld auch Diane Jeremias aus Eibenstock. Ihre Wedelhilfen, die russische Fahne und Birkenzweige, die auch eine unglaubliche Massagewirkung haben sollen. Egal ob russischer oder Spreewälder Art, ob Bauern- oder Schwabenaufguss, die Saunagäste sind begeistert. Das ist immer was ganz anderes, als wenn man die normalen Aufgüsse hat. Ein bisschen Show dabei, gefällt mir. Man will doch auch sehen, wie es andere machen und so. Wir sind ganz spannend immer auf jeden Aufguss. Wir hoffen, wir können auch alle durchhalten. Gutschwitz heißt es noch bis morgen Abend. Erst dann wird der Aufguss-Weltmeister 2013 feststehen.